Was ist eigentlich Chartanalyse und wie können wir diese gewinnbringend einsetzen? Darum geht es in diesem Video. Und zuerst müssen wir uns ein paar grundlegende Fragen stellen bzw. diese klären. Was ist überhaupt ein Chart? Wie kommt dieser zustande? Und der Chart, der entsteht im Orderbuch. Das ist die Geburtsstunde, die Geburtsstube eines Charts. Und das gucken wir uns jetzt mal live an. Wir sehen hier die Mercedes-Benz Group, das Orderbuch auf Xetra, und wir sehen, das bewegt sich recht zügig. In diesem Orderbuch treffen sich alle Käufer und Verkäufer. Und ich halte das gerade einmal an, damit wir das uns mal etwas genauer anschauen können. So, hier können wir sehen, auf der rechten Seite sind die Verkaufsorders, das heißt aktuell stehen bei 72,45 stehen 1276 Aktien im Verkauf. Auf der Käuferseite, da steht eine Person oder mehrere, will zu 72,42 818 Aktien kaufen. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir wollen die Mercedes kaufen, dann würden wir, sofern wir nicht über 1276 Aktien kaufen, würden wir zu 72,45, 100 Aktien kaufen können. Und genau so entsteht ein Chart. Wenn sich Käufer und Verkäufer auf einen Preis einigen, dann entsteht im Chart so ein Print. Dann sieht man im Chart, 72,45, da gab es einen Umsatz. Das heißt, ein Chart ist nichts anderes als die optische Darstellung aller getätigten Käufe und Verkäufe. Ein Chart ist also quasi wie die Fußabdrücke des Marktes, der Marktteilnehmer. Und in einem Markt stecken Angst und Gier. Und genau das können wir an einem Chart ablesen. Es ist also quasi, ein Chart ist so die emotionale Landkarte der Käufer und Verkäufer. Die Fußabdrücke des Geldes, das heißt, wir können ablesen, fließt eher Geld in den Markt rein oder wird das Geld eher aus dem Markt rausgezogen. So, und die getätigten Käufe und Verkäufe, die können wir uns hier in dem Chart anzeigen lassen. Und zwar gibt es da verschiedene Darstellungsformen. Das heißt, aktuell sehen wir uns einen sogenannten Kerzenchart an, einen Candlestick-Chart. Und das Ganze auf Tagesbasis. Das heißt, wir können hier Zeiteinheiten festlegen. Auf Tagesbasis, das heißt, Xetra wird von 9 Uhr bis 17.30 Uhr gehandelt. Da kann man zu jeder Zeit Käufe und Verkäufe tätigen. Und zu jedem Preis, wo ein Kauf oder ein Verkauf getätigt wird, wird hier entsprechend das Ganze im Chart dargestellt. Und im Tageschart sieht man alle Käufe, Verkäufe innerhalb eines Handelstages. Das kann man jetzt zum Beispiel noch umstellen, so auf 5 Minuten Basis, dass man sieht, jetzt waren wir eben, 72,40, hatten wir eben im Orderbuch gesehen und jetzt sehen wir hier alle Käufe und Verkäufe innerhalb von 5 Minuten, die können wir jetzt hier im Chart ablesen. Wirklich aussagekräftig ist so ein Chart allerdings auf Tagesbasis. Jetzt gibt es noch andere Darstellungsformen. Wir können uns das Ganze zum Beispiel als Linienchart anzeigen lassen. Der sagt uns nicht ganz so viel aus wie so ein Kerzenchart. Wir können uns das zum Beispiel in so Balken anzeigen lassen. Und da gibt es noch weitere Formen. Das, was wir gerade gesehen haben, da haben wir die zeitliche Komponente. Dann können wir uns das Ganze zum Beispiel auch als Point- und Figure-Chart anzeigen lassen, wo die Zeit keine Rolle spielt, sondern wirklich nur der Preis. Und da sehen wir hier unten auf der Zeitachse schon, sehen wir die Mercedes-Benz Group wirklich sehr weit zurückblickend. Und da sehen wir, dass sich die Aktie eigentlich nur so in so einer großen Seitwärtsbewegung bewegt hat. Und was wir hier auch schön erkennen können, über den langen Zeitraum hinweg bewegt sich die Aktie immer in ganz ähnlichen Bewegungsschüben. Also diese einzelnen Schübe nach oben, nach unten, die sind immer ganz ähnlich groß. Und das ist schon mal eine Sache, die wir mit Hilfe der Chartanalyse mit Marktverständnis, was wir hier vom Chart ablesen können. Und das wiederum ist nachher wichtig für die Bestimmung von Kurszielen beispielsweise, um ausmachen zu können,
wie viel Platz hat denn die Aktie rein statistisch gesehen überhaupt, so dass man da nicht mehr in die Bredouille kommt, dass man vielleicht einfach zu viel von einem Markt erwartet und so auch immer schöne Punkte findet, wo man einfach mal Gewinne vom Tisch nehmen kann. Dann gibt es viele Chartanalysten, die sich Indikatoren zu Hilfe nehmen. Ein Indikator soll uns ein Stück weit eine Hilfestellung leisten, wie stark zum Beispiel ein Trend ist. Das können wir hier unten, ich habe mal so die wichtigsten eingeblendet, den RSI, den relative Stärkeindex oder den MACD. Und na, die sollen uns einfach so ein bisschen Hilfestellung leisten. Dann sehen wir, was sich hier noch um diese Kerzen drumherum gewickelt hat. Das sind sogenannte Bollinger Bänder und auch die kommen immer mal wieder ganz gerne zum Einsatz. Wenn Sie sich meine Videos anschauen, da sehen Sie, ich nutze tatsächlich am liebsten den nackten Chart, also ohne die ganzen Indikatoren. Denn für mich, und das gilt wirklich für mich, wenn Sie Indikatoren nutzen und damit gut zurechtkommen, dann ist es ganz wunderbar. Wenn es Ihnen Geld bringt, dann nutzen Sie diese weiter. Ich persönlich mag es einfach nur den Chart, also wirklich die Fußabdrücke des Geldes mir anzuschauen, die sogenannte Price Action. Das heißt, die tatsächliche Bewegung, also zusammengefasst die einzelnen Tageskerzen zu sehen, wie schnell bewegt sich so ein Markt, geht er eher langsam, bewegen wir uns in einer Range oder bewegen wir uns schnell in einem Trend, weil man dort sehr gut ablesen kann, in welcher Marktverfassung sich der Markt entsprechend befindet. Und dafür nutze ich persönlich am liebsten keine Indikatoren, weil es da immer mal wieder vorkommt, dass mir der eine Indikator sagt kaufen, der andere sagt verkaufen und ich schaue dann gerne auf sogenannte Unterstützung und Widerstände. Und dazu nutze ich diese horizontalen Preisbereiche, niemals einzelne Linien, weil das funktioniert an der Börse nicht. Auch wenn wir hier sehen, dass der Markt immer wieder auf einem sehr engen Preisniveau Reaktion zeigt. Reaktion nach unten, Reaktion nach oben, nach oben, nach oben, nach unten, nach unten, nach unten. Immer wieder so auf einem Preisbereich. Genau wie hier. So einzelne Marken werden immer wieder angelaufen. Mal als Widerstand, wenn ein Widerstand überschritten wird, dann wird er zur Unterstützung und zeigt Reaktion. Und diese Reaktion, die will ich mir zunutze machen. Diese Preisbereiche sind für mich interessant, weil ich einfach dort erwarten kann, dass wieder eine Reaktion erfolgt. Und ich als Swing Trader will mir einfach so eine Scheibe aus dem Markt rausschneiden, einen kleinen Gewinn mitnehmen, wenn es was zu verdienen gibt. Ansonsten stelle ich mich an die Seitenlinie und warte ab. Ich habe 2004 mit dem Trading angefangen und ich habe am Anfang auch wirklich alle Indikatoren ausprobiert. Ich habe nach dem Heiligen Gral gesucht, ich habe ihn aber nicht gefunden. Und am Ende ist mir klar geworden, dass die einfachen Dinge wirklich am besten und am zuverlässigsten, zumindest für mich, funktionieren. Und immer wieder hört man, naja, so Chartanalyse ist ja eigentlich nur selbsterfüllende Prophezeiung. Und da muss ich sagen, okay, wegen mir ist das so. Ich weiß es auch nicht, warum sich die Märkte so bewegen. Wahrscheinlich ist es Psychologie, denn viele Altmeister sagen auch, Börse ist zu 90% Psychologie. Und damit kann man tatsächlich sehr viele dieser Preisbewegungen begründen. Und am Ende des Tages ist es mir aber persönlich egal, ob es selbsterfüllende Prophezeiung oder sonst was ist. Wichtig ist ja, dass es funktioniert. Am Ende des Tages ist es egal, ob Sie sich Indikatoren bedienen oder welche Analysemethode Sie verwenden. Wenn es für Sie funktioniert, wenn es Ihnen einen Mehrwert bringt, wenn es Ihnen Geld einbringt, dann ist das wunderbar. Nutzen Sie es. Die Chartanalyse an sich ist am Ende des Tages aber eigentlich nichts anderes als Marktverständnis. Weil wenn wir uns diese emotionale Landkarte nicht anschauen können und wir sehen, dass alleine hier an diesen Unterstützungen und Widerständen, was in der Vergangenheit funktioniert hat, das funktioniert auch in der Zukunft. Nicht immer, nicht perfekt, aber immer wieder und gut genug, dass wir uns wirklich ein Stück weit was aus dem Markt rausschneiden können. Deswegen, der Blick in die Vergangenheit ist tatsächlich Marktverständnis aufbauen, damit man sehen kann, zum Beispiel hier in der Mercedes-Benz Group,
wo sind markante Verlaufshochs? Und dort ist tendenziell kein guter Zeitpunkt, um Positionen aufzubauen. Dort ist dann eher ein Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen. Und das sind so diese einfachen Dinge, die man ja an der Börse kombinieren muss. Und deswegen ist auch die Chartanalyse an sich ist nicht so viel wert. Man muss es kombinieren mit Risiko-Money-Management beispielsweise. Wir müssen uns einen Plan austüfteln, wie wir an der Börse vorgehen sollen. Und da hilft uns die Chartanalyse tatsächlich, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also Risiko-Money-Management beispielsweise, dadurch berechnen wir, welche Positionsgröße darf ich denn kaufen? Wie viele Aktien darf ich denn jetzt überhaupt kaufen? Vorher muss ich gucken, wie viel Geld darf ich denn investieren? Wie viel darf ich riskieren? Wichtige Sachen gehören zu einem Trade dazu. Darüber muss man sich, bevor man die Aktie kauft, muss man sich Gedanken machen. Dann kann man sich mit Hilfe der Chartanalyse oder Marktverständnis kann man sich Gedanken machen, an welchem Punkt geht denn meine Trading-Idee nicht mehr auf? Weil ich muss ja irgendwo, muss ich auch einen Cut machen. Wenn ich sehe, der Markt läuft nicht so, wie ich es erwartet habe, dann muss ich mir Gedanken machen. Für den Ausstieg. Das aber nicht nur, wenn es schief läuft, sondern auch, wenn es gut läuft. Ich hatte zu Anfang schon gesagt, mit Hilfe der Marktanalyse, Marktverständnis aufbauen, können wir schauen, diese einzelnen Bewegungsschübe, die sind immer ganz ähnlich groß. Und damit kann ich abmessen, bis wohin macht es Sinn, die Aktie zu halten. Weil wir haben an Daimler gesehen, über einen langen Zeitraum hat sie sich munter seitwärts bewegt. Und da hätte man oft, ja, wenn man am Hoch gekauft hat, hätte man lange, lange teilweise warten müssen, bis man wieder plus minus null ist. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja vernünftige, gewinnbringende Entscheidungen an der Börse treffen. Also, wo ist der Einstieg? Wo setze ich einen Stop-Loss? Wo setze ich ein vernünftiges, wahrscheinlich erreichbares Kursziel? Und das können wir mit Hilfe der Marktanalyse, der Chartanalyse, können wir das sehr gut bestimmen. Und diese Kombination aus Charttechnik, aus Marktverständnis, aus Marktanalyse, gepaart mit Risiko-Money-Management, das ist eine unschlagbare Waffe. 90% der Marktteilnehmer, die verlieren Geld an der Börse, eben weil sie quasi ohne geeignete Waffe in den Kampf ziehen. Und das ist einfach schade, das ist traurig, das muss ja nicht sein. Wenn man sich diese einfachen Mechanismen der Börse bedient, wenn man sich ein gutes Marktverständnis aufbaut, dann hat man wirklich eine starke Waffe. Also gepaart Charttechnik, Marktverständnis, Risiko-Money-Management mit entsprechenden Strategien. Wo macht ein Einstieg Sinn? Wo muss der Stop-Loss gesetzt werden? Wo macht ein Ausstieg wieder Sinn? Und das sind die Sachen, die ich meinen Kunden in der Steinrücken-Akademie beibringe.